Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ganz, ganz kurz am Anfang. Ich bin noch zu Hause. Für mich geht es jetzt gleich nach Graz. Aber ich habe so hier das Sturmlevel an. Ich will euch natürlich zeigen, was heute ganz, ganz wichtig sein wird. Europa Conference League Achtelfinale gegen Lille mit einem Stürmer, der so viel wert ist wie die ganze Mannschaft von Sturm. Dazu später mehr. Glückspulli, Glückssocke 1, Glückssocke 2, Glückst-T-Shirt und auch noch ein Schal. Also wenn es irgendwie was werden kann, dann mit der Ausrüstung heute. Ich bin mittlerweile in Graz angekommen, hier von Musik begleitet. Ich glaube, ihr hört es im Hintergrund. Ich gehe gerade zum Essen. Kürbis ist mir von einigen Leuten empfohlen worden, sowohl unter Videos als auch im Stream. Kürbis, ich glaube, es ist Kürbis, nachdem es amerikanisches Essen ist. Da geht es für mich heute hin. Wir gehen am Lokal vom letzten Mal vorbei. Sonntag war ich ja gegen WRC auch in Graz. Dann haben wir hier Ramen, hier die Musik. Da waren wir Ramen essen. Diesmal geht es noch ein bisschen weiter, bis wir eben dort sind, wo wir heute hinwollen. Kürbis. Schauen wir mal, ob es geil wird. Hab von vielen Leuten die Empfehlung bekommen, bin schon sehr gespannt drauf. Heute bisher wieder nur sehr wenig gegessen, damit ich da wieder gut reinhauen kann. Nichtsdestotrotz, ich bin schon leicht nervös. Heute Achtelfinale, Conference League. Ich habe seit 41 Jahren war Sturm nicht mehr so weit international. Also heute kann wirklich wieder ganz, ganz ein großer Schritt gemacht werden, dass man da wieder mal eine Runde weiterkommt. Wird aber ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Dazu nachher auf jeden Fall mehr. Für uns geht es, wie gesagt, jetzt zum Lokal und der Hunger ist groß und ich freue mich aufs Essen. Wir sind angekommen. Kleines Blumenbeet davor, Hunger ist groß, rein geht's. Ich kann euch mal zeigen, wie es ausschaut. Sehr, sehr cool eingerichtet. Einige Leute sitzen da. Ich habe hier wieder mal einen Tisch für mich alleine. Schauen wir mal, was es zum Essen geben wird. Ich habe mich da entschieden, mal für Crispy Chicken Tenders als Starter. Und dann hier ein Pulled Pork Taco und dazu Trüffel Parmesan Fries. Beziehungsweise hier sind es drei, glaube ich. Ja, drei. Hier gibt es auch noch mal eine kleinere Tageskarte. Aber ein Steak werde ich heute nicht essen. Erstens zu viel und zweitens ein bisschen zu teuer. Aber nichtsdestotrotz, auch das gibt's hier. Klo, prinzipiell unspannend. Aber hier klassisch so amerikanische Musik. Pissoir, normales Klo. Ich sag nicht spannend, aber sogar dieser amerikanische Flair hier auf der Toilette. Ich war noch schnell am Klo. Getränk ist schon da heute. Für mich ein Zitro und Bier. Also ein Radler. Ich sehe es da von Murauer. Schauen wir mal, ob das gut ist. Und ich zeig's mir eine Person, die Radler so schön und gut einschenken kann. Perfekt. So kann man ihn genießen. Hier gleich die Vorspeise ist da. Die Chicken Tenders mit dem Sellerie und der Soße dazu wieder eine Limette. Ach, herrlich. Wie immer Schritt 1. Hier mal die Limette drüber. Bevor es zum Essen kommt, hier gleich mal der Servietten-Test, wie üblich, man kennt's. Stoffserviette, optimal, 10 von, oder sagen wir 9 von 10. Kein Muster oder was drauf, 9 von 10, Stoffserviette, sehr, sehr geil. Chicken Tender, ich habe schon einen gegessen, ich muss sagen, für mich ein bisschen zu lang drin gewesen. Aber man fühlt sich crispy auf jeden Fall, Soße sehr geil, Sellerie und Soße, 8 von 10. Das harmoniert richtig, richtig gut, da wie gesagt, die waren gleich ein bisschen zu lang drinnen. Ja, deswegen da 6,5. Von 10 ist, glaube ich, angebracht. Immer noch gut, aber nicht herausragend. Ich habe jetzt noch ein paar mehr gegessen. Ich muss noch mal ein bisschen korrigieren. Die weiteren waren dann etwas saftiger. Deswegen das ganze Essen, Sellerie mit der Soße, die Tenders mit der Soße zusammen. Für mich 7 bis 7,3 von 10, würde ich sagen. 7,3 von 10. Eine faire Bewertung heute. Der Zitro und Bier von Murauer ist schon sehr geil. Kommt nicht an den Gößner Naturradler ran, aber an und für sich ein geiles Getränk. Den kann man sich schon gut gönnen. Was man auch sagen muss, die Portionsgröße war sehr, sehr passend für eine Vorspeise. Hat noch genug Hunger für die Hauptspeise. Ich freue mich jetzt schon drauf. Diese Pulled Pork Tacos gemeinsam mit diesen ja, geilen Trüffelfries. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut werden wird. Jungs, es riecht so heftig. Es ist jetzt beide Tacos, Gott sei Dank, nur zwei genommen. Ich glaube, drei wären viel zu viel gewesen. Und da einmal diese Parmesan-Trüffelfries ja, aufgetürmt in dieser metallenen, ja, in diesem Behältnis halt. Ich freue mich schon richtig drauf. Das sieht doch einfach geil aus. Einen habe ich gegessen und ich muss euch gleich eine Sache sagen. Ihr seht hier Tomaten und Salat und dadurch schmeckt das Ganze irgendwie leicht. Man denkt sich, das ist irgendwie ein schweres Gericht. Natürlich Käse, Pulled Pork, ja. Aber irgendwie, es fühlt sich nicht so an, als würde man so was Deftiges essen. Und die sind noch sehr, sehr stark gefüllt. Ich glaube, ihr seht, es ist alles rausgeflogen, gerade als ich ihn eingegessen habe. Aber sehr, sehr geil. So etwas eine Säure ist es. Werde ich jetzt noch alles zusammenputzen hier mit der Gabel. Aber Gott sei Dank habe ich da eine geile Serviette, weil wenn man das mit der Hand isst, das fällt einfach viel aus, einfach weil es gut gefüllt ist. Aber ja, mit so einer 9 von 10 Serviette lässt sich das hier problemlos handeln. Hier mal aufgeräumt. Und jetzt kümmern wir uns um die Pommes. Da die Pommes schon sehr, sehr gut ist. Jetzt hier einmal, wie es drinnen ausschaut, wenn der Parmesan ein bisschen weg ist. Richtig schöne Pommes. Sehr, sehr geil. Ich habe ja schon richtig viel rausgeholt, aber mit dem Parmesan wurde nicht gespart. Da ist echt eine Menge Parmesan drauf, beziehungsweise noch immer drinnen. Getränk leer. Ganzes Essen vernichtet. So muss es sein. Ich bin jetzt fertig mit dem Essen und ich sage euch eines, ich hätte mir jetzt am liebsten noch einen Cheesecake geholt. Gibt es euch nichts Geileres als einen Cheesecake. Ich liebe Cheesecakes, aber erstens, ich glaube, mein Trainer legt mir bald einen auf. Heute ist eigentlich Training, ich bin in Graz. Gehe was essen und schaue Leute beim Fußballspielen zu. Hoffentlich erfolgreich für Graz. Zweitens muss ich also langsam auch schon zum Stadion. Und drittens bin ich auch echt, echt voll. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mir nur zwei Tacos genommen habe. Da kann man ja drei oder zwei nehmen. Pommes etc. Das war wirklich sehr, sehr füllend, aber sehr gut. Bewertung noch zu den Tacos von mir. Muss ich ehrlich sagen, Pulled Pork, sehr, sehr fein. Auch die Würze
Würzung drinnen, sehr, sehr geil. Und gerade eben, weil es sich nicht so schwer anfühlt, für mich eine 8 von 10 auf jeden Fall. Es sind halt Tacos, es ist kein riesengroßes, kompliziertes Hauptgericht, aber mir hat es sehr, sehr gut geschmeckt, deswegen hier 8 von 10. Und jetzt zeige ich euch noch, was das Ganze gekostet hat. So, hier seht ihr es, gezahlt habe ich 30 Euro, kostet hat es 2,70 weniger, 27,30, Rest war eben Trinkgeld. Also insgesamt preislich mehr als in Ordnung. Natürlich ein absolutes Schnäppchen, aber ich sage mal für Vorspeise, Hauptspeise plus Pommes als Beilage und ein Getränk, 27 Euro ist, glaube ich, heutzutage ein normaler Preis. Deswegen auch preislich vollkommen in Ordnung das Lokal. Wenn man amerikanisch essen gehen will, hier in Graz, kann man sich Kürbis auf jeden Fall gönnen. Ich bin heute wieder etwas zu Fuß unterwegs, mit der 5er Straßenbahn nur da bis in die Stadthalle gefahren und gehe jetzt den Rest mit diesen 2 halbwegs gesunden Beinen zumindest. Tut auf jeden Fall gut nach dem Essen auch nochmal ein bisschen zu gehen, bevor man sich einfach hinsetzt und das Spiel schaut. Nichtsdestotrotz an der Stelle schon mal liebe Grüße an die 3, die ich gerade gesehen habe. 2 davon habe ich, glaube ich, auch in Lissabon schon getroffen. Haben kurz gesprochen. Freut mich immer sehr, wenn ich Leute treffe, die die Videos schauen, die mich ansprechen, wenn ich die teilweise sogar immer öfter sehe, weil, sagen wir mal so, österreichische Stadien sind nicht riesengroß. Da kann schon gut und gern passieren, dass man die Leute immer wieder mal Blaulicht schon unterwegs immer wieder mal sieht. Deswegen freut mich immer sehr. Manche Leute kommentieren auch immer wieder, sie trauen sich nicht, mich anzusprechen. Ich kann es nur sagen, ich bin 1,73 groß. Viele Leute meinen, ich schaue größer in den Videos aus. Also ich bin nicht so groß und ich würde sagen, ich bin auch ganz nett. Deswegen einfach ansprechen, wenn ihr reden wollt oder nicht. Auch kein Ding. Ja. Für mich geht es auch zum Stadion, jetzt auch gleich dann ein bisschen mehr zum Spiel. So, bevor es dann wirklich zum Spiel selber geht, ich gebe euch noch einen kleinen Überblick, wie stark Lille eigentlich ist. Ich blende euch einmal den Markt dort ein. Ich habe es euch eh vorher schon gesagt, ja, circa so wie Salzburg. Und ja, Jonathan Davis, 50 Millionen, ungefähr so viel wie der Sturmkader. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsspieler. Dann weiter zu Lille. Ihr seht hier einmal die Conference League Tabelle. Wahnsinn, also haben natürlich dominiert. Zwar ein Unentschieden in Bratislava, da hat er, glaube ich, nicht die absolute Top-11 gespielt. Deswegen, ja, das kann man nicht ganz verhältnismäßig ranziehen. Aber ansonsten auch noch eine sehr, sehr gute Platzierung in der Liga. Die spielen auf jeden Fall mit heuer um die Champions League Plätze, also Lille wirklich sehr, sehr stark drauf. In der Heimtabelle, glaube ich, sogar einen Punkt dahinter PSG, obwohl sie ein Spiel weniger haben. Also Lille anscheinend eine richtig krasse Heimmacht und ja, vielleicht ein gutes Zeichen. Hier auch noch der französische Cup, hier sind sie ausgeschieden im Achtelfinale. Vielleicht scheiden sie auch heute oder in der nächsten Woche wieder im Achtelfinale aus. Ich würde es mir einfach extrem wünschen, aber was ich euch zeigen oder sagen will, Lille ein extrem, extrem starker Gegner. Nicht ganz so stark, wie die Mannschaft sportlich drauf ist, sind die Fans heute mit dabei. Ungefähr nur 200 Tickets sind verkauft, man, vielleicht kommt noch ein paar dazu, das werden wir sehen, aber ja, wahrscheinlich heute keine große Gruppe an Fans von Lille mit hier in Graz. Stimmung wird wahrscheinlich überragend werden, aber dafür sorgt die Nordkurve sowieso immer. 40 Minuten Fahren für 5 Grad, etwas kalt ist, meine Finger werden schon kalt, aber ich glaube, mit der Stimmung im Stadion wird es dann noch ein bisschen wärmer werden, aber auf jeden Fall deutlich kältere Temperaturen als in den letzten 1-2 Wochen. Nach einem kleinen Fußmarsch sind wir angekommen, Merkur Arena, endlich beim Stadion. So sportlich ist, wie gesagt, die Ausgangslage, glaube ich, klar. Lille klarer Favorit, aber Sturm auf jeden Fall mit Chance. Ich blende ich immer gleich die Aufstellung. Brass heute leider nicht dabei, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall hier mal Sturmaufschlag 5er-Kette oder beziehungsweise 3er-Kette. Sehr, sehr spannender Ansatz. Schauen wir mal, ob es aufgeht. Ich drücke die Daumen und hoffe es. Lille, Top-Besetzung. Jonathan David, auf den heißt es aufpassen. So, es ist gewaltig viel los. Ihr seht es, wie viele Menschen da schon rübergehen und hinten auch schon herumstehen. Ich bin jetzt im Stadion angekommen. Mannschaft wärmt gerade auf, drüben Nordkurve. Mehr als nur gefüllt. Schaut euch das an, die Stimmung jetzt schon wieder hervorragend. Das wird ein geiler Conference League Abend. Wir haben uns vorher die Aufstellung angeschaut, deswegen ja jetzt noch die Prediction, die fehlt. Brass, wie gesagt, leider nicht dabei. Zakaria, Biret, beide jetzt hoffentlich wieder sehr, sehr gut in Form. Also Biret sowieso auch Zakaria mit dem Tor letztes Mal. Deswegen ja, realistisch muss man sagen, Lille. Realistisch muss man sagen, Lille wird vermutlich 3-1 gewinnen oder so. Aber ich glaube an Sturm, ich sage 2-1. Biret, Zakaria, mach es. Toni, Ehrenmann, filmt jetzt auch los, wenn hier Stimmung kommt ins Stadion. Ja, sie wollen das alle mitmachen, es sind auch schon viele erinnern. Drüben der vorhin angesprochene kleine Sektor, ein paar hundert Leute mehr nicht. Das ist absolut unnormal. Halbe Stunde vor Anpfiff, 25 Minuten vor Anpfiff, hört sich das an. Unfassbar. So kann man aufwärmen. Jungs, ganz großer Punkt heute wird auf jeden Fall sein, dass die Fans die Mannschaft da vorne treiben. Das kann gerade in Graz einen Unterschied machen. Da wird gegen eine heimstarke Mannschaft Lille ein sehr, sehr gutes Ergebnis brauchen hier in Graz. Wahrscheinlich einen Sieg,
deswegen, aber mit so einer Unterstützung geht es wahrscheinlich nochmal leichter und das kann nochmal die Prozent bringen, mit der man, wie es Christian Hilz sagt, über sich hinaus wächst. So, ihr seht, unten stehen schon die ganzen Leute um, das kommt mit Logo rundherum und rechts die Choreografie angedeutet. Diese Liebe hat ewig Bestand, für Sturm Graz nimmt die Schals in die Hand. Alles ein Schal im Stadion, habe ich vorher schon gesagt, und wenn man so in die Menge schaut, fast jeder hat einen Schal mit. Genau so muss es sein. Es wurde gerade durchgesagt, am Sonntag sind extrem viele Spiele von Sturm. Sturm gegen Hartberg, die Frauen, aber auch die Zweiermannschaft. Ich selber werde dabei sein bei Sturm 2 gegen GAK in Wiener Neustadt. Schauen wir mal, ich glaube, es sind noch einige Tickets verfügbar. Also alle Sturmfans auf jeden Fall um 10:30 in Wiener Neustadt. Ich glaube, das ist ein geiles Fußballspiel. Was man sich als Sturm nicht entgehen lassen sollte. Ich werde dabei sein. Für Hartberg habe ich, wie gesagt, keine Tickets leider bekommen. Und das Spiel Last gegen RB. Ja, von der Liga verschoben. Ich habe selber am Samstag Matches. Wie geht das bei mir nicht? Für mich geht es ab nach Wiener Neustadt. Sturm 2 gegen GAK. Jetzt aber vollen Fokus auf Sturm Graz gegen Lille in der Conference League Achtelfinale. Sturm, John Gomez! Die Rente Nummer 5, Gregor Lille! Es geht los, Mannschaften kommen aus. Vorne das Logo angehoben, rechts Stankovic, links Lille. Und alle haben den Schal hoch. Rechts, Nordkurve, überall, wie vorhin angesprochen. So, das muss auch für die Spieler ein Wahnsinn sein. Die stehen da und sehen, das ganze Stadion hat die Schal so von der Nordkurve rüber bis in das Tor. Alle mit dem Schal. Es ist ein Wahnsinn. So, wie gesagt, das sieht schon sehr, sehr mächtig aus. Die ganze Nordkurve mit den Schals und unten auch mit dem großen Spruchband. Ich sage euch eines, es ist gleich Anpfiff und ich bin etwas nervös, aber das ist, glaube ich, normal. Heute geht es um alles. K.O.-Spiele. Entweder du kommst weiter oder du bist raus und hoffe, Sturm kommt weiter. Mannschaftsfoto. Kommt's. Auf geht's. Ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe auch niemanden, der aus Österreich ist, der heute hier gegen Sturm ist. Ein Unentschieden würde fehlen, wenn es am Wett keine Punkte mehr macht für den wichtigen 12. Platz, dass auch der dritte bzw. der Cupsieger einen Fixplatz hat in der Conference League. Das heißt, eigentlich jeder in Österreich muss heute Sturm die Daumen drücken. Ganz, ganz wichtig, auch für die UEFA 5-Jahreswertung. In jeder Hinsicht ganz, ganz wichtiges Spiel heute. So, da vorne stehen auch Zakaria, Biret, auf die wir jetzt heute ankommen. Anpfiff. Los geht's. Was man fällt sofort auf, weil das ist keine Fünferkette, das ist Viererkette mit zwei Sechsern. Das ist gleich Stankovic und Lavallee nebeneinander, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Man merkt auch direkt nach einer Minute 30, die spielen gut, die spielen schnell. Lille, ein äußerst starker Gegner. Da werden sie jetzt 90 Minuten höchst konzentriert sein müssen hinten. Das wird richtig, richtig schwierig da heute einen Sieg mitzunehmen. Aber das ist auf jeden Fall ein anderes Spiel als gegen Wolfsberg. Also wie die kombinieren, ja, direkt und ja, mit welcher Geschwindigkeit, welcher Ballsicherheit. Wahnsinn. Richtig. Auf die Schwarze. Auf die Schwarze. Hört euch diese Stimmung an. Wahnsinn. Erster Konter. Ja, ja, ja! Oh, genau so kann es gehen. Schnell den Konter rüber, direkt die Flagge reifen, schnell den Horn. Und dann auch noch, ja, leider Biret nicht rangekommen, aber ich hoffe, er kriegt doch eine Chance. Aktion. Hier, komm. Oh, gute Flanke. Jungs,
den Ball so stark erkämpfen und Zakaria, und ihr hört die Stimmung. Oh, bitte! Oh! Eckball. Und diese Stimmung, das ganze Stadion steht, klatscht. Wahnsinn! Gegen das Licht ziehen wir es, glaube ich, auch. Es hat Regen eingesetzt. Ach, schauen wir mal. Oh, 1-0. Vor 20 Minuten gespielt und ja, Jonathan David 1-0. Erwartungsgemäß. Erwartungsgemäß. Ich hoffe, sie kommen zurück. Es waren schon gute Ansätze, aber die sind spielerisch wirklich extrem, extrem stark, Lil. Ja, aber Wahnsinn. Ich war ganz sicher, es wird jetzt auf 33 Minuten 2-0 stehen. Ja! Bitte nein! Das gibt's nicht! Und er hält den Ball! Riesenchance! Man hat ihn doch so stark gemacht! So, Bilding muss reinkommen, Zakaria verletzt draußen. An der Stelle gute Besserung. Wir sehen jetzt alle klatschen, auch hat sich wehgetan. Hier, eingebundener Fuß. Hälfte, 0-1. Wenn man auf die Ballbesitzquote schaut, eindeutig. Und das zeigt sich auch im Spiel. Also die lassen so sicher den Ball laufen. Und es wird viel über Jonathan David gesprochen. Der Achter, ich glaube, Angel Gomez, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Der Typ ist ein absoluter Wahnsinn. Der ist so stark, das ist unfassbar. Richtig, richtig guter Fußballspieler. Weil der, der im Mittelfeld die Bälle verteilt, annimmt, weiterspielt, das ist extrem, extrem stark. Deswegen, gut, einmal nach links, einmal nach rechts gedreht. Jetzt aber verdient, muss man ehrlich sagen. Lille wirklich sehr, sehr stark. Aber Sturm auf keinen Fall schlecht. Sie probieren, sie hatten auch die ein oder andere Chance. Gerade diese riesengroße Chance von Zakari, der sich genau in dieser Situation leider verletzt hat. Ja, schauen wir mal. Böwing, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Tempo. Mr. Europacup. Mir bleibt nichts anderes übers zu hoffen. Mein Ergebnis, 2-1 ist noch immer möglich, aber dafür braucht es jetzt 2 Tore von Sturm und keins mehr von Lille. Ach, wird ein schwieriges Unterfangen, aber ich glaube dran. Beste Grüße an die Jungs, die gerade vorbeigekommen sind. Die haben ein paar Sticker gegeben und sie selber haben einen kleinen Fanclub gemacht in Übelbach. Ja, Übelbach, ihr seht es da. Und da das Derby gegen Pegau. Auch eigene Sticker dafür. Sehr, sehr geil. Vielen Dank auf jeden Fall. Böhling geht stark. Böhling geht stark. Gute Aktion. Zweite Halbzeit geht sehr gut los. Gleich ein guter Angriff von Böwing. Macht es noch 2-1. Wie gesagt, bitte. Ja, der dribbelt sich da durch. Und es ist der Wahnsinn. Am engsten Raum. Oh, stark! Ganz starke Parade. Ja, Rausch mit der zweiten extrem starken Parade im Spiel. Also der ist heute voll da. Oh! Unfassbares Tor. Ja. Wenn du so ein Tor kriegst, kannst du nichts machen. Also der Schuss war brutal. Er hat ihn halt dann über die Linie drückt. 2-0. Ganz genau, jetzt hast du reinbeißen. Starker Spielzug wieder. Nein! Oh, Wahnsinn, nächste Parade! Bitte komm! Reingehen, so gut gemacht! Rein! So wichtig wär's!
Was soll man sagen, was sind das für Tore, die heute fallen? Einmal Pötz, das 25 Meter drauf, geht's aus der Position. Also können Sie sich die zwei Tore für die Liga aufheben? Ich habe eher da Horland. Schade. So. Ja. Ja. Hey, Gott, da wollen wir nicht. Nochmal mit dem Schal. Jetzt ist überall, alle Leute haben die Schals oben. Es geht einfach kein Ball ran. Es ist frustrierend. Und es geht genauso. Sei aber! Doch ist hierher. Es halt. Und ich hab das Gefühl, dass ich überhaupt bin. Immer mehr. 3, 0. Schluss, du Ende. Frau Moritz ist da, er will doch gerne mit grüßen. Luki, ich grüße dich, wenn du das siehst. Luki, beste Grüße. Noch wird noch gesungen. Stimmung ist wirklich hervorragend heute, trotz der Niederlage. Man merkt einfach, ja, Achtelfinale, das ist nicht alltäglich. Und ja, egal wie es ausgeht, die Fans geben alles. Es ist einfach was ganz Besonderes, hier in Graz sowas zu erleben für die Fans, auch für die Mannschaft. Achtelfinale, 3-0 ist es ausgegangen. Ein Ergebnis eindeutig, wie gesagt, realistisch. 3-1 vorm Spiel. Ein Wunschergebnis mit 2-1. Für Sturm ist es leider nicht geworden. Die Chancen waren da, das ist das besonders Ärgerliche, finde ich. Sogar in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit auch, einiges an Chancen. Ich zeige nur kurz, Jungs, einiges ist auch an Polizei da. Ich gehe jetzt zur Straßenbahn, ich muss zum Zug, deswegen bin ich jetzt schon weg. Nichtsdestotrotz, geiles Spiel, geile Stimmung, vor allem 90 Minuten lang geile Stimmung. Das ganze Stadion hat mitgemacht, obwohl die Mannschaft 3-0 hinten war. Da sieht man wirklich, wie geil und wie besonders es heute war. Sonntag geht's weiter, kleines Grazer Derby. Ich freue mich schon sehr drauf. In dem Sinne, mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann nach oben, Kommentar, Abo da lassen. Wir haben jetzt schon fast 5000, also Abo auf jeden Fall da lassen. Und ja, in dem Sinne, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.